Hallo, ihr Lieben! Heute habe ich euch eine Optimierungsaufgabe mitgebracht, die gerne mal in der 9. Klasse im Gymnasium gestellt wird. Ein quadratischer Tisch mit der Seitenlänge 2 Meter soll mit zwei quadratischen Einlegearbeiten verziert werden. Wir sehen hier unseren quadratischen Tisch abgebildet und diese beiden quadratischen roten Platten hier, das sollen diese Einlegearbeiten sein. Aus Kostengründen soll dieser Flächenanteil, also der Flächenanteil dieser Einlegearbeiten, möglichst klein werden. Welche Maße bieten sich für die Einlegearbeiten an? Das sollen wir herausfinden, welche Maße diese beiden Platten haben sollen, die hier ineinander oder hier am Eck so andocken, damit der Flächenanteil dieser roten Platten möglichst klein ist. Vielleicht markieren wir erstmal die zwei Meter an unserem quadratischen Tisch. Also, wir haben einmal hier an dieser Seite zwei Meter und dadurch, dass er quadratisch ist, eben auch hier unten zwei Meter. Dann bei diesen Optimierungsaufgaben schaut man am besten erstmal auf die Wörtchen möglichst klein oder möglichst groß. Also, irgendwas soll möglichst klein oder möglichst groß werden. Was soll hier möglichst klein werden? Eine Fläche. Also schreiben wir die mal auf, a gleich, welche Fläche soll möglichst klein werden? Die dieser beiden roten Platten. Wir haben denen jetzt noch keine Bezeichnung gegeben von den Seitenlängen, deswegen würde ich sagen, diese Seite nennen wir einfach mal x, dadurch, dass sie quadratisch sein soll. Diese Fläche ist dieses Stück hier dann eben auch x und von unserer anderen Platte haben wir auch noch keine Seitenlänge, die nenne ich einfach mal y. Da haben wir hier y und hier y. Wenn wir die Fläche dieser beiden ähm, hier mal aufschreiben wollen, wäre das ja einmal x mal x, also x hoch 2. Und hinzu kommt die Fläche von diesem Quadrat, also y mal y. Das sind dann y hoch 2. Und um diese F ähm, Fläche hier geht es. Die soll möglichst klein werden. Also die soll minimal werden. Hiervon müssen wir das Minimum finden. Ist aber noch ein bisschen schwierig, weil hier x und y drin vorkommen in dieser Gleichung hier. Deswegen brauchen wir noch eine Nebenbedingung, die uns einen Zusammenhang zwischen x und y liefert, damit wir hier x oder y ersetzen können. Welchen Zusammenhang können wir hier zwischen x und y sehen? Wir haben unsere zwei Meter noch nicht benutzt. Die laufen ja von links nach rechts. Das heißt, wenn wir x plus y rechnen, muss da 2 rauskommen. Und das ist unsere Nebenbedingung. Also x und y zusammengerechnet muss 2 ergeben. Und diese Nebenbedingung können wir jetzt entweder nach x umstellen oder nach y umstellen, wie man will. Ich stelle jetzt einfach mal nach y um. Wir rechnen also minus x auf beiden Seiten, damit das y alleine steht. Und rechts haben wir dann 2 minus und damit haben wir das Ganze nach y umgestellt und können das dann hier oben für unser y einsetzen. Sodass unsere Funktion a, also unsere Fläche, ist dann x hoch 2, x darf ja drin bleiben, plus und statt dem Y setzen wir jetzt 2 minus x ein. Ich schreibe es erstmal so hin. Und das Ganze muss dann quadriert werden. Also schön eine Klammer drumherum und dann noch hoch 2. Das ist unsere Funktion, die jetzt minimal werden soll. Also wir suchen jetzt das Minimum von dieser Funktion. Wir können auch nicht nur a dann dahin schreiben, sondern Funktionen schreibt man ja normalerweise dann von x, also f von x oder so. Deswegen a von x. Und von der suchen wir das Minimum. Die steht jetzt nochmal hier. Vielleicht lösen wir erstmal die Klammer auf, damit unsere Funktion möglichst einfach aussieht. Hier vorne das x hoch 2 lassen wir mal stehen, aber hier wenden wir die zweite binomische Formel an, um diese Klammer hier aufzulösen. Wiederholen wir die ganz kurz nochmal, damit wir anhand des Schemas das Ganze einfach abarbeiten können. Ähm, da sagt ja die binomische Formel, das ist a hoch 2 minus 2 mal a mal b, den Zwischenteil nicht vergessen, plus b hoch 2. Das heißt in unserem Fall. a wird quadriert, also 2 wird quadriert. 2 hoch 2 sind 4. minus 2 mal a mal b, also 2 mal 2 mal x sind 4x plus der hintere Teil zum Quadrat, also x hoch 2. Dann können wir noch ein bisschen zusammenfassen. x hoch 2 plus x hoch 2 sind 2x hoch 2. Dann würde ich ein bisschen umsortieren, jetzt die Teile mit x bringen, also minus 4x und die plus 4 hinten dran. Was hat das jetzt gebracht? Wir befinden uns ja in der neunten Klasse und müssen jetzt schauen, wie wir hiervon das Minimum finden. Was haben wir denn hier für eine Funktion? Wir haben hier ein x hoch 2 drin, das heißt wir haben hier eine quadratische Funktion, eine Parabel. Dadurch, dass die Zahl hier vorne dran positiv ist, ist es eine Parabel, die nach oben geöffnet ist und wir suchen das Minimum dieser Funktion. Naja, das Minimum befindet sich eben im Scheitel. Punkt. Also, wir müssen jetzt eigentlich nur noch den Scheitelpunkt finden. Also, es reicht die x-Koordinate des Scheitelpunktes, die nennen wir mal xs, wenn wir die finden, können wir auch ys dann berechnen. Also xs. Da gibt es jetzt zwei Wege, wie man rangehen kann. Einen super schnellen Weg, bei dem ich mir aber nicht sicher bin, ob den alle benutzen dürfen dann in einer Arbeit. Ähm, den zeige ich euch aber zuerst. Und dann noch so einen Standardweg, der dann meistens gefordert ist. Ähm, der dauert aber ein bisschen länger. Aber erstmal den schnellen Weg. Und zwar kann man die x-Koordinate des Scheitelpunktes sofort Angeben. Das ist nämlich nichts anderes als minus b geteilt durch 2a. Das ist die Formel und die kann man immer verwenden, wenn man es mit quadratischen Funktionen zu tun hat und den Scheitelpunkt ausrechnen soll. Ähm, die schnelle Variante, wenn man es denn darf. Jetzt müssen wir nur herausfinden, was ist unser b und was ist unser a. Das finden wir in der allgemeinen Form einer quadratischen Funktion. Die wird ja immer so aufgeschrieben, a x hoch 2 plus bx plus C, die Form, wie wir es hier eben auch haben, und da sehen wir eben a und b stecken hier drin. Das heißt, in unserem Fall ist das a die Zahl vor dem x hoch 2, also die 2, und das b die Zahl vor dem x mit Vorzeichen, also die minus 4. Und dann tragen wir das hier einfach nur ein. Das Minus bleibt. Im Bruch haben wir das B im Zähler, also minus 4 kommt da rein, geteilt durch 2 mal und das a ist ja 2. Und dann müssen wir das nur noch ausrechnen. 2 mal 2 sind 4 und dann ist unsere x geteilt. Koordinate. Minus und Minus wird zu so Plus. 4 geteilt durch 4 ist 1. Wir haben unser x gefunden für unser Quadrat. Also das hat dann die Maße 1 mal 1 Meter, das eine Quadrat davon. Damit wird der Flächeninhalt minimal. Wir wären fertig, wenn wir diese Variante benutzen dürften. Falls nicht, der etwas längere Weg. Wir suchen immer noch das Minimum von dieser. Quadratischen Funktion, also von dieser Parabel, suchen wir schon den Scheitelpunkt. Das bleibt gleich, aber wie findet man den Scheitelpunkt denn, wenn wir nicht die Formel benutzen dürfen? Über die Scheitelpunktform. Wir müssen unsere quadratische Funktion jetzt in die Scheitelpunktform umwandeln. Mithilfe der quadratischen Ergänzung. Und die ist meistens nicht so beliebt, wenn man da gerne mal durcheinander kommt. Aber wir gehen es mal Schritt für Schritt gemeinsam durch. Wir haben ja hier drei Teile: einmal den Teil, den Teil und den Teil. Den hintersten Teil, den lasst ihr komplett in Ruhe bis zum Schluss. Also diese plus vier, die kann man auch mit Abstand einfach mal so ein bisschen hinten dran schreiben, die lasst ihr. In Ruhe, mit der macht ihr gar nichts. Hier vorne aus dem Teil, falls vor eurem x-Quadrat eine Zahl steht, was in unserem Fall der Fall ist, dann wird diese jetzt aus diesem Teil erstmal ausgeklammert. Also die 2 ziehen wir raus und gucken dann aus dem Teil, was da übrig bleibt. Die plus 4, die schreiben wir immer noch hinten dran. Wie gesagt, die lasst ihr in Ruhe, die zieht ihr einfach nur mit. Aber vergesst die nicht mitzuziehen. Ähm, jetzt klammern wir hier die 2 aus. Das heißt, wenn wir aus 2x hoch 2 die 2 rausziehen, bleibt nur x hoch 2 übrig, dann das Minus. Und aus 4x, wenn wir da die 2 rausziehen, 4 geteilt durch 2 sind dann 2x. Dann haben wir hier schon mal eine gewisse Struktur aufgebaut. Und jetzt kommen wir direkt zu dem Herzstück der quadratischen Ergänzung. Das schreiben wir erstmal alles so ab, Mal lassen ein bisschen Platz, wo noch was dazugefügt wird von der Klammer und das Plus 4 kommt hinten dran. Hier ergänzen wir jetzt etwas. Wir fügen was hinzu und ziehen dann wieder genau dasselbe ab, damit wir nichts verändert haben. Was fügt man hinzu? Das ist jetzt die Zahl, bei dem x ist da jetzt wichtig. Die wird durch 2 geteilt. Das hat jetzt nichts mit der 2 zu tun. Egal welche Zahl hier steht, die teilt ihr immer durch 2. Also 2 durch 2 in unserem Fall jetzt. Das ist 1. Und dann wird die noch quadriert. Also ihr schreibt hier plus 1 zum Quadrat hin, aber zieht das Ganze dann direkt wieder ab. Minus 1 zum Quadrat, damit wir eigentlich nichts verändert haben. Aber wir haben jetzt was geschaffen, was uns helfen wird. Wir wollen jetzt nämlich, ich schreibe erstmal hier vorne das ab, so, das ist die große Klammer, das plus 4 noch hinten dran. Und jetzt dieses Dreierteil, was hier jetzt entstanden ist, das ist perfekt so vorbereitet, dass man das mit Hilfe der binomischen Formel zurück in diese. Klammerschreibweise bringen kann. Da hier ein Minus ist, muss hier ein Minus hin wegen der zweiten binomischen Formel. Und die drei werden jetzt eben zusammengefasst. Man muss nur das x hier dann hinschreiben, weil das war ja hier zum Quadrat. Und hier hinten, das war ja auch zum Quadrat, nur die Zahl hinschreiben, die 1. Und dann hat man das hier schön in dieser Klammerschreibweise von der binomischen Formel. Das minus 1 zum Quadrat dürft ihr nicht vergessen, kann man auch mal ausrechnen. 1 zum Quadrat ist immer noch 1 dann. Das schreibt ihr einfach hinten dran. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Wir sind gleich in der Scheitelpunktform und können gleich den Scheitelpunkt ablesen. Wir müssen nur diese Klammer hier jetzt noch auflösen, indem wir das ausmultiplizieren. Also zweimal, also wir haben hier den Teil und hier hinten den Teil. Also zweimal diese Klammer, die wir da hatten. Das ist zweimal von unserer binomischen Formel, diese Klammer. Minus. 2 mal die 1, was einfach nur 2 ist. Vergesst die plus 4 von hinten dran nicht. Und jetzt ist nämlich keine Klammer mehr da. Jetzt können wir minus 2 plus 4 noch zusammenrechnen. Das wird plus 2. Und dann sind wir jetzt endlich in der Scheitelpunktform. Und den Scheitelpunkt können wir jetzt ablesen. Hier diese Zahl. Also hier muss immer ein Minus stehen sozusagen. Also wenn hier ein Minus steht, dann ist das hier eure x-Koordinate, die ist 1. Kommen Sie euch bekannt vor, hatten wir eben schon x gleich 1. Und hier hinten die Zahl plus 2 ist dann wirklich plus 2, was hier so reinkommt in den Scheitelpunkt. Also wenn hier ein Minus steht, kommt eine 1 rein. Wenn hier ein Plus gestanden hätte, käme hier eine Minus 1 rein. Da muss man immer noch das Vorzeichen einmal abändern. Aber hier hinten bei dem y-Teil nicht. Aber wichtig für uns ist hier die x-Koordinate des Scheitelpunktes, wie eben auch, haben wir jetzt herausgefunden, dass x eben. 1 ist vom Scheitelpunkt oder das S müsste dann auch nicht hinschreiben. Unser x ist 1. Das minimiert unsere Funktion. Wir haben es geschafft. Wir haben gefunden, dass x gleich 1 äh, das Minimum bildet. Das heißt, die eine Platte ist 1 Meter mal 1 Meter von den Maßen. Und die andere Platte, das y, müssen wir jetzt noch berechnen. y ist dann nämlich 2 minus 1. Also 2 minus 1 ist auch 1. Also sie hat auch die Maße 1 mal 1 Meter. Sie sind beide gleich groß und das minimiert diesen Flächenanteil von diesen roten Quadraten. Dann hoffe ich, dass es euch geholfen hat. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!